Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Buflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, es gibt so viele verschiedene Arten von Ernährung. Und ich werde immer wieder gefragt, du Frank, wie sieht es eigentlich mit diesen basischen Ernährungsformen aus? Da gibt es ja auch viele Produkte, auch in der Apotheke. Hat das überhaupt einen Sinn? Macht das überhaupt Sinn, da wirklich sich damit zu beschäftigen, oder ist es einfach nur einfach eine Stimmung mache? Und deswegen habe ich mir das genau angeschaut für euch. Und wenn euch das Thema basische Ernährung, gesund oder doch überflüssig interessiert, dann schaut folgendes Video. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, man hört ja immer, basische Ernährung, saure Ernährung, was ist das überhaupt? Und da gehen wir auf jeden Fall später nochmal genauer drauf an. Wir beginnen aber nochmal genauer zu gucken, was sagen denn die diese Basenkuren, die Basentees, die Basenprodukte entwickeln, und was sagen die Gegner? Also, die meistens natürlich angehauchten Basentherapeuten, die das Ganze im Endeffekt so darstellen, dass wir viel zu sauer essen, die sagen, das ist ein absolut hoher Effekt. Und die haben auch ein paar Argumente dafür, die schauen wir uns an. Und es gibt aber auch die ganz krassen Gegner, die sagen, du, wir können uns sauer oder basisch ernähren, das macht eigentlich gar keinen Unterschied. Und jetzt gehen wir nochmal mehr ins Detail, um genauer zu gucken, wer hat denn jetzt von beiden recht. Also, Stoffwechselvorgänge im Körper sind extrem vielfältig. Es beginnt mit der Körpertemperatur, die extrem wichtig ist für den Stoffwechsel. Dann der Mineralienhaushalt ist der zweite Punkt, der extrem wichtig ist. Und der dritte Punkt ist wirklich der pH-Wert. Der pH-Wert liegt im Blut zwischen 7,37 und 7,43, also ganz, ganz schmal. Und der ist, egal wie viel man isst, vom basischen oder sauren Lebensmitteln, immer in dieser Range. Und das ist natürlich unglaublich spannend, dass es in so einer schmalen Range die ganze Zeit bleibt. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, die das machen. Und was oder für was ist eigentlich der pH-Wert extrem wichtig? Und da gibt es 5 Dinge, die extrem wichtig in unserem Körper sind, wo der pH-Wert eine extreme Rolle spielt. Das ist einmal für die Proteine im Körper extrem wichtig, dann zweitens für die Botenstoffe, die überall in unserem Körper verschiedene Informationen weiterleiten, dann als dritter Punkt sind es die Enzyme. Wir haben viele enzymatische Katalysatoren, die verschiedene Prozesse in unserem Körper einfach auch bestimmen. Der vierte Punkt ist, wir haben die Muskel- und Nervenweiterleitung. Da ist der pH-Wert extrem wichtig, dass der genau eingestellt ist. Und zu guter Letzt ist es die 5. Punkt, die Zelldurchlässigkeit, besser gesagt von der Zellmembran, die Durchlässigkeit. Die ist extrem pH-wertabhängig. Die ist extrem pH-wertabhängig. Und da sieht man schon, wenn man diese 5 Bausteine sieht, wenn der pH-Wert aus der Bahn geworfen würde, dass das extreme Probleme in unserem Körper mit sich bringen würde. So, und jetzt gehen wir darauf ein, warum passiert das eigentlich nicht? Warum haben wir einen Blutwert, der so eng bei 7,37 bis 7,43 liegt? Weil es gibt das einzige Organ, das einen sauren pH-Wert hat, ist unser Magen. Es liegt ungefähr pH-Wert 1, zwischen 1 und 1,5, je nachdem. Von Person zu Person auch unterschiedlich. Aber warum ist es so beim Magen? Wir brauchen natürlich erstens einen ganz sauren pH-Wert, um die Verdauung anzukurbeln. Und zweitens ist einfach, um auch Keime abzutöten. Deswegen ist das unser einziges Organ, was wirklich einen sauren pH-Wert hat. Man sieht ja, beim Blut ist es eher leicht alkalisch. Und wie schafft man das? Es gibt, sage ich mal, 4 Systeme, 3 Puffersysteme. Dazu gehört einmal der Kohlensäure-Bicarbonat-Puffer, dann der Phosphatpuffer, dann auch der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, und der Ammoniumpuffer. Der ist auch bei Niere sehr, sehr interessant. Und diese Puffersysteme sind sowas von gut, die gleichen alles aus. Ja? Und deswegen ist auch eine Übersäuerung oder auch eine Alkalisierung sehr, sehr schwer. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, die kann ich auch kurz nochmal ansprechen. Aber diese Puffersysteme, die schützen unseren gesamten Körper. So,
Und was passiert jetzt? Was sind saure Lebensmittel und was sind alkalische Lebensmittel? Das ist natürlich ein Punkt, der extrem wichtig ist, weil so sauer, da würde man sagen Zitrone, vielleicht Essig oder Apfel generell. Und das zählt nach der Nomenklatur der basischen Ernährung nicht zu den sauren Nahrungsmitteln, sondern zu den basischen Nahrungsmitteln. Und worauf fußt das Ganze? Was ist eigentlich die Ideologie dahinter? Und es ist eigentlich zwei Dinge, die man sich merken muss. Es gibt Nahrungsmittel, also Kohlenhydrate, Fette, weniger Proteine, aber auch Proteine, die in ganz, ganz komplexen Stoffwechselprozessen in Kohlendioxid umgewandelt werden und Wasser. Und Kohlendioxid ist unglaublich flüchtig und kann über die Lunge ganz, ganz toll abgeatmet werden. Und diese Abatmung bedeutet, dass die Säurelast bei diesen Nährstoffen eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil die atmen wir sozusagen aus dem Körper schon raus. Und diese Produkte, die, sage ich mal, mit Kalium, Calcium, Magnesium relativ gut rausgetransportiert werden können, die zählt man dann eher zu den basischen Nahrungsmitteln. Genauer kommen wir da später noch drauf. Und die sauren Nahrungsmittel, das sind eher diese schwefelhaltigen Proteine, sogenannte Aminosäuren wie das Methionin oder das Cystein, die zusammen mit, sage ich mal, Phosphatproteinen oder Phosphatestern führen dazu, dass wir saure Belastungen in unserem Körper haben, weil diese schwefelartigen Abbauprodukte können nur über die Niere ausgeschieden werden. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, da ist die Unterscheidung basisch, also alkalisch oder sauer. Und jetzt nochmal genauer, welche Produkte sind eher sauer? Dazu gehört einmal Fleisch, da gehört aber auch Käse dazu, Fisch, Getreide, Chips, Wein. Und eher basisch, da sind Gemüse, Kartoffeln und auch Obst mit dabei. Und 1994, 95 haben zwei Biochemiker eine genaue Beurteilung von basischen und von sauren Lebensmitteln machen wollen und haben den sogenannten Prahlwert ermittelt. Und dieser Prahlwert ist der potenziell renale oder die potenziell renale Säurelast. Die potenziell renale Säurelast und die wird bestimmt durch schwefelhaltige Proteine, Phosphate, auf der einen Seite für saure Produkte und auf der anderen Seite viele Mineralien enthaltene Sachen wie Magnesiumcitrat, Calciumcitrat oder auch Kalium. Kalium auch ein sehr wichtiges Mineral. Und das haben die in eine komplexe Gleichung gebracht und dann kam der sogenannte Prahlwert raus. Und der Prahlwert, wenn der Prahlwert sehr positiv, sehr hoch positiv ist, dann ist ein Lebensmittel sauer. Und wenn der Prahlwert negativ ist, also stark auch negativ, dann ist er eher basisch. Also das Lebensmittel besser gesagt basisch. Und das ist so ein Anhaltspunkt, wie du dir raussuchen kannst, wenn dich das interessiert, ob ein Lebensmittel basisch ist oder sauer. Also der Prahlwert ist der Wert, der allgemein gültig ist, um ein Lebensmittel einzukategorisieren. Und es gibt eine sehr interessante Studie, die sogenannte Donald-Studie. Das wurde im Endeffekt mit verschiedenen Kindern gemacht. Und die Kinder wurden genau untersucht, was essen die? Und essen die ja saure Lebensmittel oder basische Lebensmittel. Und da kamen sehr, sehr interessante Ergebnisse raus. In dieser Donald-Studie war es so, dass Kinder, die stark sauer essen, eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen hatten. Und man weiß jetzt nicht genau, ob es nur aufgrund dieser sauren Ernährung war, aber der Blutdruck war erhöht, die Knochendichte war nicht so gut und die Insulinsensitivität, die war auch etwas geringer. Und deswegen, das war eine Studie, die sogenannte Donald-Studie, die mit Kindern gemacht wurde und die hat dann ein bisschen gezeigt, okay, wo geht die Reise hin? Und
Ich möchte dir aber gern ein Fazit dafür geben, weil es gibt, wie gesagt, die einen, die sagen, boah, basische Ernährung ganz, ganz wichtig, und die anderen sagen, hat gar keinen Einfluss. Und die Wahrheit liegt wie immer so ein bisschen in der Mitte. Die basischen Lebensmittel sind häufig sehr, sehr gesund. Also zum Beispiel Vegetarier und Veganer, die ernähren sich grundsätzlich sehr, sehr basisch. Dagegen Leute, die auch Diäten machen, wie die Steinzeit-Diät oder im Endeffekt diese Low-Carb-Diäten, wie die auch eine Atkins-Diät, wo man sehr viel Fleisch isst, die Säure lässt sehr weit oben. Und es ist einfach so, dass ich dir raten würde, esse einfach gesund. Und da sind drei Komponenten für mich wichtig. Esse Nahrungsmittel, die für deinen Geist, für deinen Kopf unglaublich gut sind. Esse Nahrungsmittel, die für dein Herz, für deine Emotionen gut sind. Und esse Nahrungsmittel, die für deinen Körper gut sind. Das heißt, dass du dich fit und vital fühlst und auch deine Figur im Endeffekt dann positiv beeinflusst wird. Das ist eigentlich der Tipp, den ich dir geben kann. Also grundsätzlich würde ich sagen, basische Ernährung hat viele Dinge drin, viele Komponenten, die richtig sind. Aber die ganzen Studien, auch die Donald-Studie, belegen eigentlich nicht konkret, dass man sich jetzt unbedingt basisch ernähren muss, dass es einem gut geht. Wichtiger sind die drei Komponenten, die ich dir genannt habe. Wenn dich das Thema basische Ernährung noch mehr interessiert oder du Fragen hast und mir die gerne stellen würdest, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Mach's gut, euer Frank. Bis dann.